go see? Gorgeous. Gerade habe ich schon einen schönen Fuß gesehen mit einem ganz schönen gestreckten Fuß. Es ist wirklich eine Herausforderung, auf jeden Fall. Ich habe aber Spaß zum Glück bei der Sache. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass mega coole Bilder rauskommen könnten. Gorgeous! I see a lot of pretty things. Yeah, I can feel it. Do you think you did great? I think I did great, yeah. I think so too, you can yeah! Dann gerade so ein Shooting, wo ein paar Mädels vielleicht gestruggelt haben, wo es ein paar Schwierigkeiten gab, gibt mir das schon noch mal einen Boost an Selbstbewusstsein, wenn ich dann sowas gut gemeistert habe. Noella ist unzufrieden mit ihrer Performance und nicht in Gesprächslaune. Ich habe null mitbekommen, wie die ersten Shootings abgelaufen sind, weil ich halt die ganze Zeit beim Umstyling da saß und so war. Was ist passiert? Wie lief das Shooting? Wie lief dein Shooting? Nicht so gut. Aber also wirklich nicht so also gut? Nicht so gut. Aber noch, das bedeutet ja noch nichts. Also du kannst ja immer noch beim Walk richtig rausreißen. Ich bin mal gespannt, was den Walk wird. Aber hat es also Spaß gemacht? Ja, aber es lief nicht so gut. Was ist danach dann für Spaß gefühlt? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Sie hat mich nie, seitdem wir hier sind, nie was gefragt und auf einmal kommen sie aus Interesse, weil sie gemerkt hat, dass ich momentan Geschwäche habe, auch mit meinen Emotionen, mit mir selbst. Du weißt, Lena, dass ich damit so bei sowas mit Luan reden werde und nicht mit dir. Das kommt für mich nicht ehrlich rüber, weil das ist einfach nur so hin und her. Und deswegen habe ich sie angezickt. Ja, aber ich würde dich jetzt nicht weiter nerven. Danke. Kein Ding. Genieß deine Ruhe. Ja, mach ich. Keine Ahnung, das ist, wenn sie es hat mich interessiert in dem Moment, aber wenn sie es mir halt nicht erzählen will, ist es auch okay. Kommunikation ist auch eine Energie und meine Energie brauche ich halt für die Entscheidungswork. Das ist einfach so. Der absolute Albtraum wäre, wenn ich gehen müsste. Aber natürlich fände ich es auch schade, wenn jetzt meine Mutter gehen würde, weil jetzt sind wir beide schon so weit gekommen. Und ich meine, wie cool wäre das, wenn wir jetzt eben noch weiterhin und vielleicht bis ans Ende, aber so weit sind wir noch nicht, zusammenkommen würden. Flying. Yes. Right there we go. Oh. Beautiful. Perfect. Yes. We're having fun. Pretty face. Oh. One, two, oh. Beim Trampolin-Shooting ist wirklich wichtig, Self-Confidence zu haben, dass man einfach auf sich vertraut, okay, ich pack das jetzt, ich schaffe das, dass alles dort ist, wo es hingehört und es gut aussieht. Ja, einfach nur etwas Vertrauen und Spaß haben einfach bei der Sache. Noella, you're doing great. Yeah. Yes! Luan! Oh my God, thank you! Ich habe mir eine Pose vorgestellt. Ich habe mir gedacht, ich werde hier leicht wie eine Feder schweben und dann noch den richtigen entspannten Gesichtsausdruck in die Kamera machen. Und es ist leider gar nicht so geworden. Mach einmal ein paar hoch, wo das Kinn ein bisschen unten ist. Weil du bist hoch, du springst noch höher. Er ist hier unten, dann sind das alles solche Schüsse, immer unter das Kinn so. One, two, three. Almost there. One more time with toes pointing down. One, two. Come on, point toes! There we go! Much better. Also das war wirklich, wirklich eine schwierige Aufgabe. Here we go, Luca. Nice! Ooh, I love that one. That's beautiful. Oh la la! Point your toes! When you go up, point your toes. One, two! Ich glaube definitiv, dass man, wenn man in die Top 10 möchte, nicht nur schön sein muss, sondern eben auch Charakter zeigen. Darum geht es ja auch irgendwie gefühlt die ganze Zeit. So, was ist deine Persönlichkeit? Nice! Wow! Da sind ein paar Beautiful. Richtig heiße Schüsse dabei. Von allen Fotos hast du wirklich mit eins der schönsten. I love it. Thank you so much. Everything about it. Yeah. I love it. Ja, ich freue mich richtig. Ah, ich hoffe, ich bin voll froh auf dieses Foto. Ich hoffe, es sieht auch so gut aus, wie Sie es mir beschrieben haben. Ich freue mich richtig. Ich hoffe natürlich, ich bekomme es auch, aber ich gehe vom Besten aus.
Für mich ist es halt ein bisschen schwierig. Ich möchte halt immer ich selbst bleiben. Ich möchte mich nicht verstellen. Ich möchte aber auch mehr aus mir herauskommen. Also da hat die Heidi schon auf jeden Fall recht. Aber ich möchte halt nicht irgendwie dann am Ende fake rüberkommen, wenn ich halt mich irgendwie versuche, auf Krampf irgendwie jetzt rumzuspringen und keine Ahnung was zu machen, wenn ich es gar nicht bin. Tschüss! Auf viel Spaß! Danke! Wir kennen ja Vanessa auch. Und die ist eigentlich auch eine sehr lebensfrohe Person und so ein bisschen quirlig. Und deswegen an sich passt es. Aber irgendwie manchmal ist sie dann so zurückhaltend wiederum, dass es dann so aussieht, als würde da gar nicht dieses Peppige in ihr stecken. Ready? Action! This is what you're doing right now. Yeah. You're exercising, you're not modeling. This is great for your arms though. Oh no. Okay, we're looking for models, not fitness instructors today. Okay. Let's float. She's lost. She's lost still. She's lost. Ja, Heidi und Yuzai sind heute sehr, sehr streng. Don't put your knee to the camera. Don't put your knee to the camera. Ich wollte nicht, dass ich das Bein zu der Kamera knicke, weil dann sieht man es ja nicht. Nicht das Knie zur Kamera. Ich habe es dann irgendwie immer die ganze Zeit doch gemacht und die Kritik halt nicht umzusetzen, ist dann halt schon auch ein bisschen peinlich, muss ich ehrlich sagen. She's exercising again. We're doing jumping jacks again. Modeling, not exercising, please. Modeling, not exercising. You give me jumping jacks again. Ich weiß auch nicht, was in meinem Kopf da abging, aber irgendwie war mein Kopf komplett leer in dem Moment. Picture that final image in your head. Is it this? No. But that's what you're giving me. Is it this? No. That's what you're giving me. Ich denke schon, dass Vanessa auch Gas geben muss, weil jetzt wurde sie halt schon öfters gesagt, dass sie ihrem Image nicht gerecht wird, wegen den kurzen, bunten Haaren. Und ja, da könnte es halt schon knapp werden, wenn sie da nicht irgendwas macht. Alright, thank you. Thank you. Ich bin am Ende ja und enttäuscht. Und ich möchte natürlich unbedingt in die Top 10, aber so wird es leider nichts. Well, she was trying to do jumping jacks, okay. I know. That was not good. Sie hat gesagt, sie eher aus als für die Sportlerin, weil ich die ganze Zeit so war und so. Und ja. Ey, ich finde das heute besonders weird, weil es war entweder halt sehr gut oder halt gar nicht. Hättest du irgendwie. Boah, ist immer anders. Ja. Oh Vanessa, du bist Catwalk Queen, du hast alles bei Elimination raus und sind wir zusammen in der Top 10.